Wie ist es um die Fitness von Grundschülern bestellt? Lehrermangel, aber auch das Fehlen von Räumlichkeiten machen es oft vielen Schulen schwer, die von der Kultusministerkonferenz empfohlenen 3 Wochenstunden einzuhalten. Wissenschaftler der TU München haben jetzt erstmals in einer 10-Jahres-Studie die sportliche Leistungsfähigkeit von Erstklässlern untersucht. Also wir haben ja verschiedene motorische Teilbereiche getestet, unter anderem die Ausdauer, die Kraft, die Schnelligkeit, die Koordination und die Beweglichkeit. Und wir sehen eben, dass im Bereich der Ausdauer sich die Jungs jetzt über den 10-Jahres-Zeitraum etwas verschlechtert haben. Bei den Mädchen ist die Ausdauerleistungsfähigkeit konstant. Bei Kraft gab es keine Veränderung. Im Bereich Gleichgewicht und Schnelligkeit haben sich die Schüler sogar leicht verbessert. Doch warum schwächeln ausgerechnet die Jungs bei der Kondition? Die Forscher machen vor allem einen veränderten Medienkonsum dafür verantwortlich. Das sind auf der einen Seite natürlich Fernsehkonsumverhalten ist das, auf der anderen Seite dann aber vor allem PC-Nutzung, Videospiele und in den letzten Jahren dann vor allem auch Smartphone-Nutzung. Ja, also dieses ständige, wie es so schön heißt, Daddeln am Handy hat in den letzten Jahren auf alle Fälle zugenommen und das sind eben Medienverhaltensweisen, die dann mit Aktivität und dann auch mit motorischer Leistungsfähigkeit zusammenhängen können. Repräsentativ für Gesamtdeutschland ist die in Baden-Baden erhobene Studie allerdings nicht. Haben Schulen in München ähnliche Erfahrungen gemacht? Wir haben jetzt ganz spezifisch die Kondition bei den Jungs hier nicht beobachtet und können deshalb nicht sagen, die ist wesentlich schlechter oder messbar schlechter. Was wir gemerkt haben, ist, dass es gut funktioniert, wenn der Schulunterricht, die nachmittägliche Betreuung, die ja viele Kinder vor allem im Ballungsraum München haben und auch das Elternhaus zusammenarbeiten und sich Hand in Hand um die ja, motorische Entwicklung der Kinder gekümmert wird. Die Wissenschaftler haben bei ihrer Studie große Unterschiede in den sportlichen Leistungen festgestellt. Neben dem Schulsport ist deshalb auch die Förderung durch das Elternhaus wichtig. Ich gehe zum Bouldern. Ich gehe zum Kung Fu. Ich gehe im Verein zu Schwimmen und zum Fußball. Leichtathletik. Ich gehe zur Capoeira. Ich mache keinen Sport, sondern entweder gehe ich in den Spielplatz und spiele oder ich treffe mich mit Kindern und spiele mit ihnen. Im Freien spielen ist auch keine schlechte Idee, wie die Forscher finden.